Selbstverständlich gibt es den Squadron 42 Newsletter immer zu unserer Verse Night im Monat. Diesen Monat aber beschäftigen wir uns in der Verse Night mit den Imperatorwahlen. Ein ganz wichtiges, ganz spannendes Thema, wo ich euch alle herzlich zu einlade. Wir werden euch die Kandidaten im Rahmen eines Roleplays vorstellen. Ich freue mich schon riesig drauf und hoffe, dass ganz, ganz viele von euch nächsten Dienstag um 20.30 Uhr einschalten. Wie immer bei mir auf dem Streaming-Kanal und auf Mitch van Heidens Nerds & Geeks-Kanal. Deswegen gibt's heute als Video die Squadron 42 Newsletter-Übersetzung und die Star Citizen Newsletter-Übersetzung. Es gibt die wichtigsten Kernpunkte aus beiden Newslettern sowie Exkurse zum Thema Rigging. Wir erfahren, was eine State Machine eigentlich ist und macht. Es geht um Ray Marching gegenüber Ray Tracing und ganz interessant, es gibt Informationen zu Atmosphären und zu Wolken. Und den Lagrange-Punkten, die habe ich vor 2 Jahren schon mal übersetzt, gibt es heute nochmal. Und noch so die ein und andere kleine Information on top dazu. Viel Spaß! Los geht's mit dem Team für die Kampf-KI. Die haben sich mit 2 der wichtigsten Kampftaktiken der Vanduul beschäftigt. Nahkampf und Fernkampf. Nahkampf nutzt die im letzten Monat erwähnte Spezialangriff-Funktionalität, die es der KI ermöglicht, die Umgebung zwischenzuspeichern und auszuwerten, um festzustellen, welcher, wenn überhaupt, Angriff am besten ist. Um einem normalen Nahkampfangriff auszuweichen oder ihn durchzuführen, muss die KI abschätzen, wie viel Platz zur Verfügung steht und entscheiden, welche Animation am besten geeignet ist. Zurzeit evaluiert das Team, welche Nahkampfangriffe eingebunden werden sollten. Wenn das Verhalten implementiert ist, wird bewertet, welche Kombination von Angriffen für das gegebene Szenario am besten geeignet ist. Wenn Sie beispielsweise wollen, dass sich die KI eine bestimmte Distanz vom Spieler zurückzieht und dann einen Lanzenangriff ausführt, könnten Sie mit einem Körperstoß nach vorne sich den dafür notwendigen Raum schaffen. Bei Distanzangriffen hat das Team daran gearbeitet, dass die Vanduul aus jeder Position korrekt auf das Ziel schießen können. Was den Kampf der Menschen betrifft, so wurden Fortschritte bei der Handhabung der Munition erzielt. Da die NPCs nicht unendlich viel Munition dabei haben werden, muss das Verhalten mit den Ressourcen in Einklang gebracht und entschieden werden, wann versucht wird, mehr Munition zu beschaffen. Die NPCs können jedoch ihre Vorräte aufbrauchen und sollten sie nicht über eine geeignete Nahkampfwaffe oder die spezifischen Eigenschaften und Fähigkeiten für den unbewaffneten Kampf verfügen, entscheiden, dass eine Kapitulation die beste Option ist. Hierfür sind mehrere Animationsoptionen, einschließlich Deckungsübergangsanimationen, vorbereitet und die Kapitulation in verschiedenen Verhaltensweisen eingebettet worden. Weiter geht's zur allgemeinen KI, wo die Teams im vergangenen Monat weitere Probleme mit Charakteren behoben haben, die auf benutzbaren Gegenständen standen, den sogenannten Usables, in diesem Falle also Tische, Stühle und so weiter, wobei viele dieser Fehler mit Object-Containern in Zusammenhang standen, die die Charaktere nicht in den korrekten Zustand zurücksetzten. Langfristig ist geplant, die zugrunde liegenden Services umfassend zu nutzen, um die Spielumgebungen zu bevölkern und Bereiche zu simulieren, in denen sich keine Spieler aufhalten. Das bedeutet, dass viele dieser Probleme aufgrund der etwas anderen Art der Nutzung dann nicht mehr auftreten werden. Weitere NPC-Aktivitäten und Zustände wurden bearbeitet und so konzipiert, dass sie in jedem dynamischen Umfeld funktionieren, sowohl in Star Citizen als auch Squadron 42. Hierzu wird an Entscheidungsabläufen spezifischer NPC-Gruppen gearbeitet, zum Beispiel Ingenieure oder NPCs, die Freizeit haben. Sobald diese Planungsarbeiten abgeschlossen sind, geht es an die Implementierung der Verhaltensparameter und Definition nutzbarer Daten. Hinsichtlich des zuvor genannten Ingenieurs konzentriert man sich dafür aktuell auf das Reparatur-, Inspektions- und Wartungsverhalten. Bei NPCs, die im militärischen Kontext dienstfreie Zeit haben, geht es um die Simulation eines dynamischen Freizeitverhaltens. Dazu gehören der Besuch der Koje, die Suche nach Spielautomaten, ein Spaziergang und so weiter. Die Idee besteht darin, dem Zustand eines NPCs und seinen Eigenschaften zu erlauben, das zu steuern, was ein NPC gerne tut, und dazu die Umgebung dynamisch zu nutzen, um das zu finden, was seinen Interessen am besten entspricht.
Das Animationsteam arbeitete an Knockdowns, also dem Niederschlagen von Charakteren, und Knockbacks, das Zurückdrücken, Zurückschlagen. Zero-G-Bewegung vor dem Kampf, Objekt-Push and Pull, Granatwerfen, Vandul-Nahkampf und Fortbewegung. Das Nachladen von Waffen der KI-NPCs, den Kantinen, Warteschlangen, Ingenieurs, Wandpaneelen, Waschvorrichtungen und an der Waffenkammer, sowie montierten Geschützen, einem neuen Takedown und einem neuen Gemini-Scharfschützengewehr. Bei den weiblichen Spielerfiguren arbeitete man an den Gesichtern weiter, die in diesem Monat abgeschlossen werden, und der Rückstand bei den Motion Captures wurde weiter abgearbeitet. Das Grafikteam hat weiter an der kontinuierlichen Aktualisierung der wichtigsten Kampagnencharaktere gearbeitet. Während des Prozesses stellten sie Probleme mit alten Character-Shadern fest und warten derzeit auf grafische Unterstützung, um diese zu lösen und zu aktualisieren. Auch bei den außerirdischen Charakteren wurden große Fortschritte erzielt. Der Xian-Körper befindet sich in der Endphase und ist fast bereit für das Rigging. Das Wort Rig oder Rigging taucht im Verlaufe dieses Videos noch einige Male auf. Und die alteingesessenen Follower von mir kennen das auch. Aber für alle neu hinzugekommenen möchte ich es trotzdem noch einmal kurz erläutern. Das Rigging ist eine Technik, die in der Skelettanimation zur Darstellung eines 3D-Modells unter Verwendung einer Reihe von miteinander verbundenen digitalen Knochen, sogenannten Bones, verwendet wird. Zwar heißt Bone im Deutschen Knochen, in diesem Kontext hier bezieht es sich eher auf das Skelett, die Basisstruktur eines Modells, weshalb ich beim Begriff Bone bleiben möchte. Ach ja, und das Skelett, die Basisstruktur, das ist das Rig. Im Besonderen bezieht sich Rigging auf den Prozess der Erstellung der Basisstruktur des Rigs eines 3D-Modells. Dieses Rig wird verwendet, um das 3D-Modell wie eine Marionette für die Animation zu manipulieren. Versteht es aber nicht nur hinsichtlich eines zu animierenden Menschen oder Tieres. Mit einem Rig kann so ziemlich alles modelliert und manipuliert werden. Ein Soldat? Ja, ein Alien. Aber auch ein Raumschiff, eine Galaxie oder eine Tür. Es macht keinen Unterschied, um welches Objekt es sich handelt. Erst wenn man Bones hinzufügt, sie mit Gelenken, sogenannten Joints, verbindet und daraus ein Rig erstellt, kann ein Objekt frei animiert werden. Das Rigging ist ein Teil des gesamten Animationsprozesses eines Bone-basierten Objekts. Nachdem ein 3D-Modell erstellt worden ist, wird eine Reihe von Bones konstruiert, die das Rig darstellen. In einem Charakter kann es beispielsweise eine Gruppe von Rückenknochen, eine Wirbelsäule und einen Kopfknochen geben. Diese Knochen können mithilfe digitaler Animationssoftware transformiert werden, das heißt, ihre Position, Rotation und ihr Maßstab können geändert werden. Durch die Aufzeichnung dieser Aspekte der Knochen entlang einer Zeitachse, sogenanntes Keyframing, können Animationen aufgezeichnet werden. Rigging ist also die Technik in der 3D-Animation, die lebensechte Bewegungen in artikulierten Körpern erst erzeugt. Rigging definiert, wie die Teile eines Objekts, respektive eines Körpers, miteinander verbunden sind und wie sie sich im Verhältnis zueinander bewegen, und legt fest, wie die einzelnen Teile des darüberliegenden Meshes, des Polygonnetzes, bewegt werden können. Ein einfacher Aufbau eines Rigs kann einige Stunden oder auch weniger dauern, während die Erzeugung eines komplexen Rigs mehrere Tage in Anspruch nehmen kann. Zurück zum Grafikteam und seinen Aufgaben des letzten Monats. Wie gesagt, haben sie das Xian-Modell erstellt, sodass es bald zum Rigging bereit ist. Weiterhin sind sie aktuell dabei, eine hochkomplexe Vandul-Rüstung zu bauen, die in der Bewegung unglaublich aussehen wird. Auch einige Marineuniformen wurden konzeptionell überarbeitet und es wurde ein Trenchcoat kreiert, für dessen Funktion eine Stoffsimulation des Physikteams erforderlich sein wird. Nicht zuletzt steht die Vandul-Lanze kurz vor ihrer Fertigstellung. Die Arbeiten des Cinematics-Teams an dem automatischen Beleuchtungs-Rig stehen kurz vor dem Abschluss. Sie ist jetzt in Spielbuilds aktiv und fast in einem veröffentlichungsreifen Zustand.
Das automatisierte Beleuchtungsrig besteht im Wesentlichen aus drei automatisch generierten Lichtern um die Charaktere herum, die verwendet werden, wenn sich der Spieler in der Nähe befindet. Das Rig besteht aus einem Schlüssel, einem Füll- und einem Randlicht und analysiert die Lichter in der Umgebung, um herauszufinden, welche Farbe jedes einzelne haben sollte. Außerdem wird versucht, den besten Quadranten um eine Figur herumzufinden, um die Lichter ein- und auszublenden. Und das Rig wird in kleinen Schritten aktualisiert, wenn sich der Spieler in die Reichweite bewegt oder sie verlässt. Das Beleuchtungsrig hat mehrere aktive Regeln, die dabei unterstützen, die besten Ergebnisse zu erzielen und wird hauptsächlich verwendet, um Charaktere in potenziell dunklen Korridoren aufzuhellen oder sie für Spielerinteraktionen besser auszuleuchten, wenn der Spieler mit ihnen in Umgebungen interagiert, die für Charakterszenen nicht ideal beleuchtet sind. Für zentrale Räume und Elemente des Spiels, wie zum Beispiel einen Besprechungsraum oder den Kapitänsstuhl der Idris, platziert das Team die Beleuchtungsrigs immer noch manuell. Sie fanden jedoch, dass das automatische Rig nicht nur dort eine nützliche Unterstützung darstellt, da die Beleuchtung auch mit plötzlichen Kameraeinschnitten funktionieren muss und eine Verzögerung von einem Bild aufgrund von Berechnungen in TrackView eliminieren muss. Weiterhin verbrachte das Cinematics-Team einen Teil des Monats mit den Vorbereitungen für die Aufnahme neuer Motion Captures. Jetzt verfügen sie im Frankfurter Studio über ein funktionierendes Set von OptiTrack-Kameras, mit denen sie je nach Bedarf kleine Szenen oder Aufnahmen machen können. Dies wird bei gelegentlichen Filmszenen helfen, bei denen kleinere Anpassungen von Halbtonschritten oder Drehungen oder kleinere Ergänzungen wie eine an die Wand gelehnte Körperhaltung erforderlich sind. Diese Anpassungen sind in der Regel erforderlich, weil sich die Umgebung geändert hat oder weil die State Machine bestimmte Bearbeitungen erfordert. Eine State Machine ist nicht, wie der Name es vermuten lässt, eine Maschine. Es ist eher ein Prozess oder Verhaltensmodell. Basierend auf dem aktuellen Zustand und einer gegebenen Eingabe führt die Maschine, die State Machine, Zustandsübergänge durch und erzeugt Ausgaben. Ein Zustand ist eine Situation eines Systems, die von vorherigen Eingaben abhängt und eine Reaktion auf nachfolgende Eingaben bewirkt. Ein Zustand wird als Anfangszustand bezeichnet. Hier beginnt die Ausführung der State Machine. Sie definiert, für welchen Eingang ein Zustand von einem Ausgangszustand in einen anderen Zielzustand geändert wird. Betrachten wir diese einfache State Machine. Sie besteht aus zwei Zuständen, aus und ein, off und on. On ist hier der Anfangszustand. Er wird aktiviert, wenn die State Machine ausgeführt wird. Die Pfeile zwischen den Zuständen kennzeichnen die möglichen Zustandsübergänge. Sie definieren, für welchen Eingang ein Zustandswechsel stattfindet. Hier wird der aktive Zustand für den gedrückten Eingang von ein auf aus und für den gleichen Eingang wieder auf ein geändert. Etwas komplexer könnte es so aussehen. Für ein sehr einfaches, sehr altes Computerspiel sieht es wie folgt aus. Sowas hier nennt sich State Machine Spaghetti. Es kann aber auch in Entitäten und Archetypen gruppiert agiert werden. Wir bekommen nun eine entfernte Idee davon, wie viele und wie komplexe State Machines CIG für Star Citizen entwerfen und entwickeln muss. Die Animationsteams stellten nicht zuletzt ein Set in der Brick und Bishops Kriegsrede vor dem Senat der UEE fertig. Das Engineering-Team hat sich unter anderem mit G-Kraftberechnungen für alle starren Einheiten beschäftigt, mit den in der jüngsten Vergangenheit schon häufiger benannten Signed Distance Fields, hat Schattengeometrien erstellt, den Gen 12 Renderer weiterentwickelt und Programmcode bereinigt. In Gameplay-Hinsicht hat man an der Atmosphäre, den Wolken und dem vereinheitlichten Ray Marcher gearbeitet, was zu Wolkendaten führte, die nun korrekt mit dem Atmosphärensegment interagieren, in das sie eingefügt werden, über eine korrigierte Lumineszenzintegration und eine Transmissionsauswertung.
Kurz ein Wort zum Ray-Marching, was hier erwähnt ist, und dem Unterschied zum Ray-Tracing respektive Ray-Casting. Das Ray-Casting ist die Interaktion eines Lichtstrahls, der auf einer Oberfläche auftritt und reflektiert wird. Und die Berechnung dahinter, die nennt sich Ray-Tracing. Ray-Marching berechnet die Widerstände, auf die der reflektierte Lichtstrahl weiter trifft. Beispiel wäre zum Beispiel Rauch oder Haut, also durchlässige Widerstände, durch die dieser Lichtstrahl noch weiterhin durchführt. Jedes Mal wird die Lichtstreuung neu berechnet. Und diesbezüglich wurden die Lookup-Table hinsichtlich Streuordnung und Helligkeitswerten verbessert. LUT, Lookup-Table, das ist ein Begriff, der verwendet wird, um ein vorbestimmtes Feld von Zahlen zu beschreiben, die eine Abkürzung für eine bestimmte Berechnung bieten. Im Zusammenhang mit der Farbkorrektur wandelt ein LUT die Farbeingangswerte in ihre gewünschten Ausgangswerte um, also Farbeingangswerte von einer Kamera zum Beispiel, in ein erwünschtes Zielergebnis. Sprich, wann immer ihr die Farbumgebung oder die Farbgebung eines Bildes oder eines Videos verändert, zum Beispiel um Wasser blauer aussehen zu lassen, Gras grüner oder auch für traurige Szenen eher die Farben reduzieren wollt, dann verwenden Programme dafür Lookup-Tabellen, Lookup-Tables. Das Team verfeinerte auch die Soft-Edge-Berechnung für sphärische Wolken zwecks Anti-Aliasing und verbesserte die Bewertung der sichtbaren Sonnenscheibe bei der Berechnung des Sonnenlichts. Diese Bewertung der sichtbaren Sonnenscheibe ist vollständig in das umfassendere atmosphärische Beleuchtungssystem integriert und wirkt sich auf die direkte und indirekte Beleuchtung aus. Ein Ungleichgewicht wurde bereinigt, sodass jetzt die Wolken mit konstanter Helligkeit sowohl in regulären Atmosphären als auch durch vereinheitlichtes Ray-Marching erscheinen. Nicht zuletzt hat das Engineering-Team mehrere Falschfarben-Artefakte behoben. Die so neu erstellte Lookup-Table-Parametrisierung unterstützt hohe Atmosphären besser und behebt unter anderem den sehr markanten Halo um die Silhouette der dunklen Seite eines Planeten. Das Team beschleunigte und vereinheitlichte die Vorberechnungen der optischen Tiefe in den Absorptionsschichten der Atmosphären. Dies erlaubt es ihnen unter anderem, erdähnlichen Planeten eine Ozonschicht hinzuzufügen, die den blauen Himmel hervorhebt und eine korrekte Abschattung während der Dämmerung ermöglicht. Es unterstützt auch die physikalisch plausible Feinabstimmung von Atmosphären. Sie verwenden jetzt die Sonneneinstrahlung während der gesamten Bewertung der atmosphärischen Beleuchtung, um eine stark verbesserte Bewertung der Sonneneinstrahlung für Punkte außerhalb der Planetenatmosphäre zu erhalten. Das ermöglicht Dämmerungswurf, atmosphärische Streuung und erlaubt es, Objekte mit dem Winkelradius der Sonne auf die Halbschattenregion eines Planeten zu projizieren. Und zuletzt wurden mehrere Korrekturen an der ISPC-Integration durchgeführt, was ein spezieller Compiler ist, der hochoptimierten SSE-Code für Hochleistungsaufgaben auf CPUs erzeugt. Das Squadron 42 Feature-Team unterstützte bei der dynamischen Beleuchtung und arbeitete mit den Cinematics-Teams zusammen, um die Rig-Erstellung zu verfeinern und den Algorithmus zu optimieren, der die Farbe und Stärke der Lichter bestimmt. Beispielsweise führen sie vor der Erstellung eines Lichts eine Kollisionsüberprüfung durch, um sicherzustellen, dass es nicht hinter der Geometrie platziert wird und durch sie hindurch scheint. Außerdem unterstützten sie die Designer mit Walk and Talk, was die Mechanik ist, die benötigt wird, um zwei Charaktere nebeneinander herlaufen und sich unterhalten zu lassen. Dies beinhaltete die Verfeinerung der Spieler zu NPC-Geschwindigkeitsanpassung und den Feinschliff der Bildschirmfunktionalität. Außerdem wurde damit begonnen, alle Ebenen mit dem Object Container Streaming korrekt funktionieren zu lassen, was für ein nahtloses Laden während des gesamten Spiels erforderlich ist. Das Actor-Team begann mit der Arbeit an einem neuen kooperativen Fortbewegungsfeature. Hiermit ist gemeint, dass wir Spieler in der Lage sein werden, zum Beispiel einen Rollwagen vor uns herzuschieben. Das Objekt wird durch die Kraft der Figur bewegt, sodass sie realistisch reagiert und Faktoren wie Masse und Gelände berücksichtigt. Außerdem wurde die Wurfmechanik weiter verbessert, indem die Unterstützung für das Unterhandwerfen hinzugefügt wurde.
Der September war ein produktiver Monat für das Gameplay-Story-Team, das mit einer wichtigen Schiffstour vorankam, die nun im Oktober abgeschlossen sein soll. Sie begannen mit der Arbeit an einem weiteren wichtigen Walk and Talk aus Kapitel 5 und unterstützten das Design weiterhin mit verschiedenen kleineren Aktualisierungen der Szenen in Kapitel 4. Fortschritte wurden auch bei mehreren groß angelegten Szenen aus Kapiteln 11 und 13 erzielt, in denen der Schwerpunkt auf Kampf und Traversal, der Raumdurchquerung, liegt oder der Weltraumdurchquerung. Für das erste Kapitel begannen sie außerdem mit dem Prototyping zusätzlicher Szenen. Das Grafikteam teilte seine Zeit im letzten Monat zwischen der Arbeit am neuen Gen 12 Renderer, allgemeinen Funktionen und der Fehlerbehebung auf. Zu den Gen 12 Aufgaben gehörte die Konvertierung des Post-Effekt-Managers des Spiels, der alle sonstigen Effekte wie verschwommene Sicht und Blackouts berechnet. Die Gen 12 Kerninfrastruktur wurde weiterentwickelt, um mit den konfigurierbaren Grafikpipelines kompatibel zu sein, und die konstanten Shader-Buffer wurden weiter ausgearbeitet. Die restliche Zeit des Grafikteams wurde auf das Render-to-Texture-System verwendet, wobei die Anbindung an das Textur-Streaming-System nun abgeschlossen ist. Das bedeutet, dass Sie jetzt zur Laufzeit so viele Texturen generieren können, wie Sie wollen, und den Speicher automatisch mit den restlichen Texturen im Spiel ausgleichen können. Die Arbeit an den organischen Shadern wurde ebenfalls abgeschlossen. Zu Beginn des Monats brachte das Level Design Team 4 neue Teammitglieder mit den Werkzeugen und Pipelines auf den neuesten Stand. Derzeit arbeiten sie an verschiedenen FPS-Bereichen. Es wurde an Dogfights gearbeitet und Aufgaben hinsichtlich verschiedener NPC-Szenen, Usables und Verhaltensweisen durchgeführt, wobei Social Design eng mit KI und Animation zusammenarbeitete, um sicherzustellen, dass alles so übergangslos wie möglich läuft. Das Narrative-Team hat im vergangenen Monat die Vanduul und ihre Kultur zu einem der Hauptschwerpunkte gemacht. Dazu gehörte die fortlaufende Arbeit mit dem Audio-Team, um ein Brainstorming der einzigartigen Klänge der außerirdischen Rassen durchzuführen, die Beratung darüber, wie man ihr Kampfverhalten noch besser mit der Lore und ihrer einzigartigen Physiologie in Einklang bringen kann, und ein tieferes Eintauchen in die Hintergrundgeschichten einiger der spezifischen Vanduul, denen die Spieler begegnen können. Darüber hinaus setzte Narrative ihre Arbeit an der Verfeinerung des Erzählflusses des Spiels fort, während Design weiter an der Fertigstellung der Traversals arbeitete. Dazu gehört auch das Design spezieller Orte, um die Spieler zu belohnen, die sich die Zeit nehmen, Level gründlich zu erkunden, sowie die Erstellung von Skripten für potenzielle Texte, die in Zukunft möglicherweise noch grafisch entwickelt werden müssen. Neben der Schulung neuer Mitarbeiter des Teams arbeitete Tech Animation an der Vervollständigung der hauseigenen Gesichtsrig and Tool Suit, um die kontinuierliche Schaffung neuer Köpfe zu ermöglichen. Dies geht der umfassenderen Zielsetzung voraus, die gesamte Pipeline für die Erstellung neuer Köpfe zu überarbeiten, um sie für die nächsten Jahre zukunftssicher zu machen. Die laufende Initiative zur Schaffung neuer Werkzeuge zur Unterstützung der Implementierung von Animationen mit einer grafischen Benutzeroberfläche wurde fortgesetzt. Und Tech Animation war auch maßgeblich an der Schaffung von Vanduul-Animationen beteiligt und unterstützten das Art-Team bei der Entwicklung der Xian. Letztes Thema heute: das VFX-Team, das Team für die visuellen Effekte. Die haben ihren Prozess zur Erstellung von Textursequenzen abgeschlossen und sich mit der Entwicklung von Zerstörungssequenzen beschäftigt. Die VFX und Squadron 42 Artists arbeiteten eng an der Möglichkeit, leeren Raum interessant zu gestalten. Gemeinsam erzielten sie großartige Ergebnisse durch die Verwendung von Meshes, von Polygonnetzen, mit einem transparenten VFX-Shader, die über das Partikelsystem erzeugt wurden. Sie müssen zwar die Leistung genau im Auge behalten, aber dies ist ein vielversprechendes Setup, der interessante Parallaxen-Layer hinzufügt, während der Spieler den Raum durchquert. Als Parallaxe bezeichnet man die scheinbare Änderung der Position eines Objektes, wenn der Beobachter seine eigene Position verschiebt, wurde insbesondere früher sehr exzessiv in den Computerspielen zu C64- und Amiga-Zeiten eingesetzt. So.
Werfen wir noch einen Blick in den Star Citizen Newsletter dieses Monats. Viele Inhalte sind dabei redundant zum Squadron 42 Newsletter, aber einige sind eben Star Citizen spezifisch und die gucken wir uns jetzt noch einmal an. Das Schiffs-KI-Team richtete seine Aufmerksamkeit im September auf Waffen, Raketenmanagement und einen weiteren Arbeitsdurchlauf hinsichtlich Kampfverhalten von Großkampfschiffen. Letzteres beinhaltete die Sensibilisierung der KI-Schützen für die Schadenszusammensetzung ihrer verfügbaren Waffengruppen. Hat ein Bordschütze zum Beispiel die Wahl zwischen Energie- oder physischen Schadenswaffen, wird er zunächst versuchen, die Schilde des Gegners mit der Energiewaffe zu senken. Dann, wenn der Statuswert, ergo Gesundheitszustand des Gegners, unter eine bestimmte Schwelle fällt, die von der Fertigkeit, Feuerdisziplin des Richtschützen bestimmt wird, wechselt die KI zu Waffen mit physischem Schaden, um den tödlichen Schlag auszuführen. Und das Team fügte den KI-Schützen weitere Daten hinzu, damit diese mit Cooldown-Zeiten umgehen können. Sie stellten auch sicher, dass, wenn mehrere KI-Schiffe gleichzeitig spawnen, sie nicht dieselbe Cooldown-Zeit haben, um zu verhindern, dass das Ziel einer quasi Raketenwand ausgesetzt wird. Eine zusätzliche Überprüfung wurde hinzugefügt, um sicherzustellen, dass ein Schiff, das vor kurzem von einer Rakete getroffen wurde, für eine bestimmte Zeitspanne, wiederum abhängig von der Feuerdisziplin des KI-Schützen, nicht erneut ins Visier genommen wird. Eine weitere neue Funktion, an der gearbeitet wird, ist die Fähigkeit der NPCs, Raketen abzufangen. In einem ersten Schritt wurden Torpedos und Raketen zur KI-Wahrnehmung hinzugefügt, sodass sie als potenzielle Ziele erkannt werden. Dann wurde die Systematik dahingehend geändert, dass alle Raketen, die auf KI-Schiffe zielen, als feindlich angesehen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Turmschützen nur Raketen abschießen, die eine Bedrohung für befreundete Schiffe darstellen. Die Prioritäten für bemannte Geschütztürme wurden ebenfalls geändert, sodass kleine und mittlere Geschütztürme dem Abschuss ankommender Torpedos Vorrang einräumen, während schwere Geschütztürme sie ignorieren, da sie im Allgemeinen zu groß und zu langsam sind, um effektiv gegenüber diesen Zielen zu sein. Auch die Waffengröße spielt eine Rolle, wobei kleinere Geschütztürme kleineren Zielen und schwere Geschütztürme den gefährlicheren Zielen den Vorrang geben. Das Team arbeitete auch an einer taktischen Zielabfrage, die prüft, ob ein Turmschütze oder ein Schiff potenziell auf ein Ziel feuern könnte, und fügten eine Aufgabe hinzu, die berechnet, auf welcher optimalen Entfernung die Schiffe versuchen sollten, bei der Bekämpfung eines bestimmten Ziels zu bleiben. Und es wurde am Subsumption-Verhalten für Großkampfschiffe gearbeitet. Ein erster Teilabschnitt fertiggestellt, der das Verhalten hinsichtlich Art des Zielens berechnet, sowie der Geschützausrichtung des Großkampfschiffes, zum Beispiel danach gehend, ob es über ein Frontgeschütz verfügt. Klammer auf, wie zum Beispiel die Idris, Klammer zu. Das Environment Art Team, das Team für die Umgebungsentwicklung, hat einen Teilbereich, der sich Modular Environment Team nennt. Die haben ihre Arbeiten an den neuen Frachtdecks für Alpha 3.11 abgeschlossen. Sie begannen entsprechend mit der Untersuchung der grafischen Anforderungen für das Andocken von Schiffen an Stationen, unterstützten die Arbeiten für mehrere bevorstehende Veranstaltungen und machten Fortschritte bei den Raffineriedecks. Sie experimentierten auch mit Gaswolken an Lagrange-Punkten und unterstützten das Design bei der Implementierung der neuen Rest-Stop-Innenräume. Was Lagrange-Punkte sind, das habe ich mal in einem Video im Jahr 2018 erklärt, ist also bereits 2 Jahre her, weshalb ich das Thema an dieser Stelle noch einmal auffrischen möchte. Ein Lagrange-Punkt ist ein Ort im Raum, im Weltraum, an dem die kombinierten Gravitationskräfte zweier großer Körper, wie Erde und Sonne oder Erde und Mond, gleich der Zentrifugalkraft eines viel kleineren dritten Körpers sind. Das Zusammenspiel der Kräfte schafft einen Gleichgewichtspunkt, an dem ein Raumschiff für Beobachtungen geparkt werden könnte. Diese Punkte sind nach Joseph-Louis Lagrange benannt, einem französischen Mathematiker des 18. Jahrhunderts, der über sie in einem Papier von 1772 über das, was er als Dreikörperproblem nannte, schrieb. Sie werden auch als Lagrange-Punkte oder Librationspunkte bezeichnet.
Es gibt 5 Lagrange-Punkte um große Körper, wie einen Planeten oder einen Stern. 3 von ihnen liegen entlang der Linie, die die beiden großen Körper verbindet. Im Erd-Sonne-System zum Beispiel liegt der erste Punkt, Lagrange 1, zwischen Erde und Sonne, etwa 1 Million Kilometer von der Erde entfernt, und hat einen ungestörten Blick auf die Sonne. Lagrange Punkt 2 liegt ebenfalls 1 Million Kilometer von der Erde entfernt, aber in der entgegengesetzten Richtung der Sonne. An diesem Punkt, mit Erde, Mond und Sonne dahinter, könnte ein kleiner Körper, wie zum Beispiel ein Raumschiff, eine Sonde oder eine Raumstation, einen freien Blick auf den Weltraum werfen. Der dritte Lagrange-Punkt 3 liegt hinter der Sonne gegenüber der Erdumlaufbahn. Bis jetzt hat die Wissenschaft keine Verwendung für diesen Ort gefunden, obwohl Science Fiction es getan hat. Die NASA wird wahrscheinlich keine Verwendung für den Lagrange-Punkt 3 finden, da er immer hinter der Sonne verborgen bleibt, schrieb die NASA auf ihrer Webseite über Lagrange-Punkte. Die Idee eines versteckten Planet X am Lagrange-Punkt 3 war ein beliebtes Thema in Science-Fiction-Romanen. Die Instabilität der Umlaufbahn des Planeten X auf einer Zeitskala von 150 Jahren hinderte Hollywood nicht daran, diesbezügliche Klassiker herauszubringen. Lagrange-Punkte 1, 2 und 3 sind allesamt instabile Punkte mit prekärem Gleichgewicht. Wenn ein Raumschiff an Lagrange-Punkt 3 zur Erde oder von ihr wegdriftete, würde es unwiderruflich auf die Sonne oder die Erde fallen. Raumschiffe müssten also ständig leichte Anpassungen vornehmen, um ihre Umlaufbahnen aufrechtzuerhalten. Aber die Punkte Lagrange-Punkt 4 und 5, die sind stabil, wie eine Kugel in einer großen Schale, wie die Europäische Weltraumorganisation schreibt. Diese Punkte liegen 60 Grad vor und hinter der Sonne auf der Erdumlaufbahn und bilden den Scheitelpunkt von 2 gleichseitigen Dreiecken, die die großen Massen, zum Beispiel Erde und Sonne, als Scheitelpunkte haben. Aufgrund der Stabilität dieser Punkte neigen Staub und Asteroiden dazu, sich in diesen Regionen zu sammeln. Asteroiden, welche sich an den Lagrange-Punkten 4 und 5 sammeln, werden Trojaner genannt, in Gedenken der Asteroiden Agamemnon und Achilles und Hektor und angelehnt an die gleichnamigen Charaktere in der Geschichte der Belagerung von Troja. Diese Asteroiden befinden sich zwischen Jupiter und Sonne. Die NASA gibt an, dass es Tausende dieser Arten von Asteroiden in unserem Sonnensystem gegeben hat, einschließlich des einzigen bekannten trojanischen Asteroiden der Erde, 2010 TK7. Lagrange-Punkt 4 und 5 sind auch rechnerisch mögliche Punkte für den Bau von Raumstationen aufgrund ihrer relativen Nähe zur Erde. Was sind die Vorteile der Lagrange-Punkte? Wenn man eine Sonde an einem erdnahen Lagrange-Punkt parken würde, ergäben sich daraus viele Vorteile. Weit entfernt von der störenden Hitze und dem Licht der Sonne wäre zum Beispiel ein Asteroiden-Jagdsatellit an einem Lagrange-Punkt empfindlicher auf die winzigen Infrarotsignale von Asteroiden. Er könnte über einen weiten Bereich von Richtungen scannen, außer sehr nah an der Sonne. Zudem wären Kühlmittel, wie es die Sonde WISE benötigte, unnötig. Der Standort selbst würde eine natürliche Kühlung ermöglichen. Das James Webb Weltraumteleskop wird die thermische Umgebung am Lagrange-Punkt 2 nutzen, um die Kühlung zu unterstützen. Das James Webb Weltraumteleskop, abgekürzt JWST, ist ein Weltraumteleskop als Gemeinschaftsprojekt der Weltraumagenturen NASA, ESA und CSA. Das Teleskop sollte zunächst Next Generation Space Telescope heißen, bis man sich 2002 für eine Benennung nach dem früheren NASA-Administrator James Edwin Webb entschied. Es kann als wissenschaftlicher Nachfolger des Hubble-Teleskops gesehen werden und soll dessen Leistung weit übertreffen. Im Gegensatz zu Hubble, das im sichtbaren nahen ultravioletten und nahem infraroten Spektrum arbeitet, soll JWST fast ausschließlich Infrarotastronomie betreiben. Die Gesamtmasse des Teleskops soll beim Start inklusive Treibstoff etwa 6,2 Tonnen betragen. Stationiert werden soll das JWST etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt auf der sonnenabgewandten Seite am Lagrange-Punkt 2 des Erde-Sonnensystems und sein Start ist für den 31. Oktober 2021 vorgesehen.
Die zuvor erläuterten physikalischen Eigenschaften nutzt CIG in zweierlei Hinsicht. Zum einen erklären sie so, dass diese Punkte statisch im Weltraum sind, weshalb sie dort Asteroiden und Reststops platzieren. Zum anderen sind es entsprechend auch für die KI sicher verwendbare Quantumreise- respektive Navigationspunkte. Und nicht zuletzt ergibt sich daraus die erklärbare Möglichkeit für planbare Interaktionsmöglichkeiten mit dem Spieler, sei es für Point of Interests oder Missionsmöglichkeiten in den Probability Volumes. Gehen wir zurück zum Newsletter. Wir waren beim Environment Art Team stehen geblieben. Die setzen neben ihren zuvor genannten Aufgaben die Entwicklung von Horizon fort. Die wichtigsten kritischen Elemente sind nun definiert und in Arbeit, darunter Geschäfte, Transitsysteme und HAPS, Wohneinrichtungen, wobei die meisten von der Whitebox zur Greybox-Phase übergehen. Ein anderes Team innerhalb des Environment Art Teams ist das Organics Team, und das hat die Produktion des Pyro-Systems fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf Pyro 6 und den Monden von Pyro 5 lag. Parallel dazu fuhren sie mit der Aktualisierung des Denton-Systems mit den neuen Planeten-Grafik-Tools fort, die in Alpha 3.11 erstmalig zum Einsatz gekommen sind. Dies ist eine Voraussetzung für die jüngsten Verbesserungen des organischen Shaders und seiner Biom-Akkumulationsfunktion, die für die Veröffentlichung in Alpha 3.12 vorgesehen ist. Weiterhin setzte das Environment Art Team die Produktion aller Inhalte im Zusammenhang mit Pyro fort. Insbesondere die Monde standen im Fokus, da sie aus der Whitebox-Phase draußen sind und für Feedback und Feinschliff vorbereitet werden. Auch Pyro 6 kam gut voran, wobei das globale Aussehen und die verschiedenen Biome des Planeten definiert wurden. Das Team überprüft ständig die verschiedenen Aspekte seiner Pipeline, um festzustellen, ob die Qualität gesteigert oder der Inhalt optimiert werden kann. Diesmal haben sie beschlossen, die Bodentexturen, die die Oberfläche der Planeten und Monde in Nahaufnahme definieren, genauer unter die Lupe zu nehmen und alle vorhandenen Materialien auf Fotogrammetrie-basierenden Daten zu ersetzen. Was ist das, Fotogrammetrie, und warum beschäftigt sich CIG damit? Fotogrammetrie ist eine geniale Technik für 3D-Scans. Dadurch kann man große Objekte, zum Beispiel Gebäude oder Berge, scannen, die mit anderen Methoden nicht scannbar wären. Im Allgemeinen geht es bei Fotogrammetrie darum, zuverlässige Daten über physikalische Objekte durch die Aufnahme, Messung und Interpretation fotografischer Bilder zu erhalten. Die Fotogrammetrie wird häufig von Vermessungsingenieuren, Architekten und auch Ingenieuren eingesetzt, um topografische Karten, Netze, Wolkenpunkte oder Zeichnungen auf Grundlage der realen Welt zu erstellen. Eine der weniger bekannten Anwendungen der Fotogrammetrie ist das Design von Computerspielen. Doch immer mehr Spieleentwickler verwenden diese Technologie zur Messung von Fotos, um alle Arten von 3D-Modellen zu erstellen, die dann als Ingame-Ressourcen verwendet werden. Diese können von kleinen, in der Hand gehaltenen Objekten wie Flaschen oder Schusswaffen bis hin zu großräumigen Umgebungen wie Stadtbildern oder Bergen reichen. Es gibt eigentlich keine Grenze für die Menge und Art der Objekte, die fotografiert, modelliert, verändert und in Computerspielen durch den Einsatz von Fotogrammetrie platziert werden können. Darüber hinaus werden mit den Fortschritten des Spielrealismus immer mehr filmähnliche Produktionstechniken im Spieldesign eingesetzt, wie zum Beispiel die Prävisualisierung. Die Fotogrammetrie kann bei einer Prävisualisierung sehr hilfreich sein. Letzten Endes geht es darum, wirklich eindringliche Erlebnisse zu schaffen, die die Spieler genießen können. Je realistischer die Grafik, desto leichter kann das Gehirn in die Fantasiewelt eintauchen. Natürlich ist den Spielern immer bewusst, dass sie sich in einem fiktiven Spiel befinden, aber die lebensechten Grafiken tragen dazu bei, die Spannung zu erhöhen, was innerhalb des Spiels geschieht. An dieser Stelle wird Fotogrammetrie für den Prozess wichtig. Da Videospiele bis in die 2020er Jahre hinein ihre Realitätstreue immer noch weiter verbessern, wird die grafische Genauigkeit ein zentrales Spielelement. Beim Einsatz der neuesten Technologien zur Erzeugung realistischer Grafiken in Spielen geht es heute mehr denn je darum, umfassende interaktive Erfahrungen für die Spieler zu entwickeln.
So verwendeten die Entwickler für das neueste Modern Warfare beispielsweise Fotogrammetrie-Software, um Bilder eines Autos für die moderne Kriegsführung zu erfassen. Es dauerte 3 Tage, bis die Entwickler 10.000 Bilder des Autos aufgenommen hatten. Dann produzierte die Software ein einziges Automodell, das aus 50 Millionen Polygonen bestand. Zu diesem Zeitpunkt mussten nur noch die Schatten aus dem Modell und einige andere kleinere Verbesserungen entfernt werden und das Modell war bereit, in die Levels des Spiels eingefügt zu werden. Natürlich gibt es in der Welt der Fotogrammetrie-Technologie für Computerspiele ein Geben- und Nehmen-Szenario. Das heißt, während fotogrammetrische Software die Entwicklungszeiten von Spielen erheblich verkürzen kann, kann die Hardware für ein Entwicklungsstudio im Voraus teuer sein. Dies hängt alles davon ab, welche Art von Einrichtung ein Studio verwendet, vom Budget des Studios und von der Nutzung, die das Studio mit der Technologie erreichen will. Es ist jedoch zu beachten, dass die Vorlaufkosten für Fotogrammetrieaufbauten langfristig durch eine Verkürzung der Entwicklungszeit ausgeglichen werden können. Für Spielstudios, die über die entsprechenden Mittel verfügen, ist die Fotogrammetrie das beste Werkzeug, um realistische Grafiken und insgesamt immersive Spielerlebnisse in einem Bruchteil der sonst üblichen Zeit zu erstellen. Jetzt wissen wir, warum die Oberflächen der Planeten und Monde auf Fotogrammetrie umgestellt wird. Und in ähnlicher Weise wurden viele geologische Assets durch Elemente ersetzt, die die neuesten Ergänzungen des organischen Shaders nutzen, wie zum Beispiel ausgefeiltere Überblendungen und die Verschiebung von Texturdetails. Dadurch werden sowohl der Boden als auch die geologischen Objekte visuell besser miteinander in Einklang gebracht und die Gesamtqualität verbessert. Aufgrund der jüngsten Aktualisierungen der grafischen Planetenwerkzeuge hat das Team für alle Planeten und Monde von Stanton eine vollständige Kompatibilität zu diesen Werkzeugen hergestellt. Dabei handelte es sich jedoch weniger um einen visuellen Durchgang als vielmehr um eine technische Aktualisierung. Weiter geht's zum Audio-Team. Das hat mit der Bereinigung des Musiksystems durch Refactoring und Organisation alter Dateien und Optimierung des Codes begonnen. Außerdem überprüften sie einige alte Derelict-Umgebungen, also Bereiche im Weltraum, wo Schiffswracks zu erkunden sind, und sie unterstützten die Beseitigung der Green Zones, einschließlich der Möglichkeit, die Türme der Raumstationen zu zerstören. Audio-Updates für Props, also für Einrichtungsgegenstände und Benutzeroberflächen, wurden vorgenommen und hinsichtlich des Programmcodes Arbeiten zum Abspielen von Audio auf GPU-Partikeln abgeschlossen. Das Backend-Server-Team konzentrierte sich im vergangenen Monat auf die Bereitstellung, das Testen und die Abstimmung des Meshed Loadout Service und des Meshed Variable Service. Dynamischer und variabler Traffic über den Diffusion Router wurden ersetzt durch optimalere und direktere Datenpfade. Dadurch wird der Datenverkehr zwischen bestimmten Diensten isoliert, was bedeutet, dass er den Fluss anderer Informationen, die durch Diffusion laufen, nicht unterbrechen kann. Das Team hat außerdem eine Reihe offener Probleme von Alpha 3.10 behoben, darunter Speicherleaks, Netzwerkverbindungsprobleme und Performance-Bugs. Hauptfokus des Vehicle-Feature-Teams war diesen Monat das Andocken, einschließlich der Behebung verschiedener Probleme mit den Kruger Snaps und der RSI Constellation. Zwar müssen noch verschiedene Probleme gelöst werden, wie zum Beispiel das korrekte Spawnen der Schiffe, aber es wurden große Fortschritte erzielt. Beispielsweise können die Tester nun ordnungsgemäß in die Snaps der Conny ein- und aussteigen, während diese in der Constellation angedockt sind. Die erste funktionierende Version des Station-Dockings wurde ebenfalls fertiggestellt. Der Docking-Vorgang kann angefordert werden, die Tester erhalten einen Docking-Port zugewiesen und verbinden sich mit diesem. Auch unterstützte das Team die laufende Überarbeitung der Bergbau-UI, also der Benutzeroberfläche für den Bergbau. Das Modular-Level-Design-Team arbeitete Aufgaben für die Fracht- und Raffineriedecks durch. Sie konzentrierten sich auch auf die allgemeine Innenausstattung der Raumstationen, um das Gameplay-Erlebnis hier mehr zu kanalisieren. Weitere Iterationen dazu sind in Planung. Das Landing Zone Level Design Team arbeitete weiter an Horizon. Alle Kernelemente sind jetzt an Ort und Stelle, abgesehen von einigen Shop-Layouts, mit denen sie immer noch iterieren. Beide Teams haben die erste Version der neuen Panels fertiggestellt, die unter anderem zur Aktualisierung der bestehenden Aufzug-Bedienelemente verwendet werden. Das Beleuchtungsteam unterstützte vergangenen Monat vor allem die bevorstehende Veröffentlichung des Patches Alpha 3.11, bei der die Arbeiten an den Beleuchtungspositionen des Frachtdecks finalisiert und abgeschlossen wurden.
Sie begannen weiterhin mit der Untersuchung alternativer Beleuchtungszustände für bestehende Rest-Stops und planen das Design für die Notbeleuchtung. Diese Beleuchtungszustände werden schließlich in Spielsysteme, wie zum Beispiel die Stromversorgung, integriert und die Voraussetzung für weitere Rest-Stop-Varianten im Allgemeinen darstellen. Für Horizon haben sie die grundlegende Beleuchtung für das Whitebox-Layout eingerichtet. Schon in diesen frühen Phasen ist es wichtig, dass das Beleuchtungsteam potenziell problematische Stellen identifiziert, an denen die Ausleuchtung schlecht sein wird. Auf diese Weise können Korrekturen und Layoutänderungen mit minimaler Nacharbeit für andere Abteilungen vorgenommen werden. Ein weiterer Durchgang wurde auf Lorville durchgeführt. Diesmal wurden den Scheinwerfern der Sicherheitstürme während der nächtlichen Beleuchtungseinrichtung einfache Animationen hinzugefügt. Zusammen mit anderen kurzen Animationen in den neuen Frachtdecks stellt dies einen Testfall für das Hinzufügen weiterer animierter Elemente an Orten dar, um diese zum Leben zu erwecken. Das Team für die Benutzeroberflächen hat verschiedene UIs entwickelt, wie zum Beispiel das externe Inventar und die Raketen-UI. Auch setzten sie die Arbeiten am UI des Raffineriekiosks fort und nahmen Verbesserungen am Building-Block-System vor. Und das war's im Grunde. Das Team für die visuellen Effekte hat weiter am dynamischen Feuer gearbeitet, was wir in den verschiedenen Inside Star Citizens der jüngsten Vergangenheit ja vorgestellt bekommen haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Hoffe, ihr hattet eine spannende Zeit mit diesem Video. Ich bin absolut überrascht, dass CRG tatsächlich am Wetter- und am Wolkensystem arbeitet. Es ist ein Aspekt, auf den freue ich mich sehr. Drücke die Daumen, dass es vielleicht irgendwann bis Ende des nächsten Jahres kommt. Wenn wir Pech haben, übernächstes Jahr. Aber sie arbeiten dran. Das finde ich ein tolles Signal. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass immer noch extrem viel Arbeit an Squadron 42 ansteht. Sie sind immer noch dabei, sich zu optimieren. So dass wir noch viele Newsletter haben werden, um es positiv zu sehen, die wir uns gemeinsam anschauen können. Dieses Video wurde euch ermöglicht durch die Unterstützung meiner Tippi-Indianer, die mich unterstützen auf tippi.com/astrosam. Kommt auch ihr gerne dazu, ich freue mich über jeden Euro und ansonsten vielen Dank, ein wunderschönes Wochenende am Samstag. Viel Spaß mit dem Star Citizen Ersatz, CitizenCon-Ersatz-Event, dass ich mich auch schon sehr freue und gespannt bin. Und dann hören wir uns und sehen wir uns beim nächsten Video. Ich freue mich. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Cheers.